Hey Leute, stellt euch auch gerade die Frage, was soll ich eigentlich studieren? Wie wäre es denn mit Chemie? Aber was ist Chemie eigentlich? Also für mich ist es grundsätzlich Chemie. Chemie ist für mich, wenn ich beim Pubquiz auch die Fragen zum Periodensystem beantworten kann. War schwierig in der Schule. Das war, was ich als erstes abgewählt habe. Doch was ist Chemie eigentlich wirklich? Gibt es da nicht noch mehr? Fragen wir einfach diejenigen, die es wissen müssen. Was ist Chemie für Sie? Chemie ist die Wissenschaft des Moleküls. Also in der Chemie kann ich kann Moleküle verstehen, ich kann Moleküle herstellen, ich kann Moleküle charakterisieren, ich kann Moleküle auch gebrauchen, ich kann Moleküle anwenden. Und das kann alles sein. Das können Naturstoffe sein, Arzneimittel. Was macht das Chemiestudium so besonders und welche Unterschiede gibt es zu anderen Naturwissenschaften? Ich glaube, das, was die meisten Naturwissenschaften ausmacht, ist diese Kombination des Praktischen. Also ich mache was mit meinen Händen im Labor, im täglichen Umgang mit der Wissenschaft. Aber ich brauche dafür Theorie und diese einzigartige Kombination macht viele Naturwissenschaften aus. Was zeichnet das Studium der Chemie an der JGU Mainz aus? Mainz ist definitiv ein von den größeren Standorten in Deutschland. Das sieht man, die Institute sind groß. Viele Dozenten, viele Professoren und das bewirkt dann auch, dass die, vor allem im Master, die Interessen und das Wissen, was man vermittelt bekommt, schon relativ forschungszentriert ist und ein sehr breites Spektrum abdeckt an unterschiedlichen Interessen einfach, das von der Anorganik, Organik, PC, das geht dann von allem von Charakterisierung, von den Hochleistungswerkstoffen, Polymeren, fluoreszenten Machgern, Festkörpern, anorganischen Festkörpern, da ist alles möglich dabei. Natürlich auch Naturstoffe und die modernsten Polymer, organischen Polymermaterialien auch. Jetzt haben wir schon viel darüber erfahren, was die Chemie als Wissenschaft und als Fach ausmacht. Aber wie sieht es aus mit dem Chemiestudium? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Kann das wirklich jeder studieren? Und ist es so schwer, wie alle sagen? Fragen wir doch einfach wieder diejenigen, die es wissen müssen. Wie schwer ist das Chemiestudium? Schwierige Frage. Also am Anfang fand ich es schon schwerer, weil es eine Umstellung war auch zur Schule. Ich war das halt nicht gewohnt. Es ist natürlich auch viel Stoff, den man dann in viel kürzerer Zeit lernen muss, aber man kommt da gut rein. Es ergibt sich dann nach der Zeit, dass man das auch ein bisschen zeitlich besser hinkriegt. Also ist das nicht geschenkt, so würde ich es nicht sagen, aber nach der Zeit ist es auf jeden Fall okay. Ja, da gebe ich Carla recht. Man wird im ersten Semester relativ gut rangeführt. Man hat am ersten Semester jetzt nicht unbedingt die schwierigsten Module und die kann man sich auch anders legen. Man hat kein Labor während des Semesters. Das führt auch dazu, dass man quasi mehr Zeit hat, um sich wirklich auf die Veranstaltung zu konzentrieren. Und dadurch kann man eigentlich ganz gut reinkommen in das Studium und sich selbst einen Plan machen, wie man das machen will, also die Übungen und alles. Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Also an Voraussetzungen denke ich, Durchhaltevermögen ist wichtig, weil es ist schon viel, was da auf einen zukommt. Und man sollte auch grundlegendes Interesse natürlich haben und auch so ein grundlegendes Verständnis für Naturwissenschaften. Ich glaube aber, es ist nicht wichtig, dass man jetzt irgendwas explizit als Leistungskurs hatte. Oder ich kenne sogar Leute, die Sachen abgewählt haben und das dann trotzdem gut geschafft haben. Aber da muss dann natürlich auch Motivation dahinter sein, dass man das dann auch durchzieht und aufarbeitet. Ja, Ausdauer ist ein ganz gutes Stichwort. Man hat wirklich viel zu tun, aber es macht auch Spaß. Also man muss sich die Zeit gut einteilen, da man neben den Übungen und beziehungsweise den Vorlesungen auch Laborarbeit hat, die viel Zeit kostet, aber auch viel Spaß macht. Wie viel Mathematik brauche ich im Studium? Also man braucht grundlegende Kenntnisse, aber es ist gar nicht übertrieben. Es sind wirklich auch ähnlich zu dem, was man im Prinzip in der Schule noch hatte. Und in Mathevorlesungen und Physikvorlesungen, die man am Anfang vom Studium hat, wird das auch noch mal ein bisschen aufgearbeitet und dann ist das, was da gefordert wird, eigentlich kein Problem. Aber warum sollte ich gerade an der Uni Mainz Chemie studieren? Mir gefällt besonders, dass das alles auf einem Fleck ist, also dass es eine Campus-Universität ist. Das ist nicht in jeden Städten so. Und das merkt man auch, wenn man dann hier drüber läuft, dass man alles eben auf einem Campus hat und nicht irgendwie quer durch die Stadt verteilt. Ich finde außerdem noch gut, dass es ein großes Sportangebot gibt. Also es ist wirklich breit aufgestellt, man kann ja alles machen und das ist ganz gut zum Ausgleich auf jeden Fall. Also ich finde, also ich bin nach Mainz eher zufällig gekommen, aber ich finde es total cool, dass es hier im Rhein-Main-Gebiet auch viele andere Städte in der Nähe gibt,
zu dem man auch mit dem Semesterticket hinkommt, was ziemlich geil ist. Und Mainz hat den Rhein, das ist schön, das Wetter ist gut im Sommer, es sind viele Leute unterwegs, also ich fühle mich hier schon sehr wohl. Was hat denn die Stadt Mainz für junge Leute so zu bieten? Ich konnte euch einen Einblick in das Chemiestudium in Mainz geben. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, klickt einfach auf den Link und folgt uns auf Instagram. Bis hoffentlich bald an der JGU Mainz.